So, Servus. Ist es jetzt endlich soweit. Wir haben es geschafft. Auto-Buddy und Bushcraft-Buddy sind mal zusammen draußen. Ja, Buddies im Wald. Hi zusammen, ich bin das erste Mal draußen unterwegs mit dem guten Bushcraft-Buddy. Hi. Hi, ein Gutster. Ja. Schön, dass es geklappt hat. Endlich mal, nach vielen Jahren. Und erst ja, während ihr seinen Kanal kennt, eher so militärisch unterwegs. Ja. Ich komme aus der Bushcraft-Ecke, war tatsächlich früher auch viel mit Militär-Equipment. Manchmal habe ich auch noch so ein bisschen was dabei, aber bei mir geht es doch schon stark eher in den Ultraleicht-Bereich. Weit von wirklich Ultraleicht-Hiking entfernt, aber schon eher leichte Elemente dabei. Und heute gibt es mal einen Loadout mit ja, einem für mich typischen Setup für den Herbst, frühen Winter, würde ich mal sagen. Wir haben gerade eben schon das Loadout vom Buddy hier gefilmt. Also schaut mal auf seinen Kanal vorbei, damit ihr seht, was er da alles mit am Start hat. Ja, und ich fange mal an auszupacken. Er stellt mal Fragen, wenn er irgendwas nicht weiß oder wenn er irgendwas nicht versteht. Und dann schauen wir mal an, was er so von meiner Ausrüstung hält. Taschen sind soweit leer, da ist nur noch Smartphone drin. Was ich in letzter Zeit sehr häufig dabei habe, ist einfach so eine Ultraleichttasche vor der Brust getragen. Kleinkram drin, Handy, Geldbeutel, Schlüssel vom Auto. Da ist noch eine Drohne mit drin, normal die Kamera, da auch die drin ist. Nochmal eine Powerbank, ne? Ja. Um nochmal auch während dem Gehen nochmal nachzuladen. Und hier noch ein schönes, schönes Steakmesser von UG Tools. Cool. Das TISC habe ich jetzt auch seit dem Bushcraft Jamboree. Titan gedruckter Griff, ja. Krass. Schick. Und 40 Gramm, mein absolutes Lieblingsmesser aktuell. Ja, und das ist halt auch eine ultraleichte Tasche von Kibo Hiker. Das ist jetzt aber hauptsächlich Gear fürs Filmen und so dabei. Gear, ne? Fürs Filmen, ja. Ja, ansonsten würde ich mir vielleicht noch einen, wenn ich jetzt nicht mit Kamera unterwegs wäre, würde ich mir vielleicht noch einen kleinen Snack oder so reinmachen. Ja, genau. Oder Sachen, auf die man schnell zugreifen möchte vielleicht. Ja, dann der Rucksack, der Nature Hike Rock 65 heißt er, glaube ich. Nature Hike Rock. Außen dran nochmal eine leichte Weste, die hatte ich jetzt eben während dem Gehen an. Die ist jetzt ein bisschen feucht geworden, deswegen bin ich auf die Jacke umgestiegen. Ich fasse mal an, ne? Ja, klar. Da ist ein Rahmen drin, oder? Ja, der hat, cool, der hat einen Metallrahmen drin. Ansonsten hat er ein großes Fach. Er hat zwei Hüfttaschen, ein großes Netzfach hier vorne und zwei Taschen auf der Seite für eine Wasserflasche. Fangen wir mal direkt mit den Außentaschen an. Einmal eine kleine Flasche 075, eine alte Wolfig oder so. Die hat auch schon einiges mitgemacht. Das sieht man gar nicht. Ja, da war auch schon Wein drin. Die schmeckt auch schon ein bisschen nach Wein, je nachdem. Die hat auch so ein bisschen Färbung. Ja, ja. Eine Patina. Die hat schon auf jeden Fall Patina. Schön, ne? Ja. Dann auf der... Ansonsten war es das hier schon. Jawohl, ist leer. Dann auf der anderen Seite eine große PET-Flasche mit Wasser, 1,5 Liter. Somit habe ich ja was 2,25 dabei. Das reicht für eine Overnighter-Tour eigentlich aus. Hast du im Auto noch was, wenn du zurückkommst? Ja, ich habe da noch was. Mach ich auch immer so. Ja. Vorher viel trinken, genau. Dann noch was zu haben. Dann jetzt nochmal eine Käsestange eben nochmal für die Verpflegung heute Mittag. Und ja, als Regenschutz tatsächlich ein ultraleichter Regenschirm. Tut gute Dienste. Habe ich auch schon mal ein Video separat vorgestellt. Sechs Dinge, die man nicht unbedingt braucht, aber die schon einen Unterschied machen und sehr leicht sind. Habe ich gesehen. Kostet 20 Euro oder sowas. Passt. Das Einzige, was du, glaube ich, damals erwähnt hattest, Wind ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja, ne? Der kann umklappen, aber er geht nicht kaputt dabei. Relativ robust trotzdem, ne? Ja, ja, genau. Ja. Läuft. Kann man sich auch gegen die Sonne schützen, ne? Ja, absolut, ja. Gerade im Sommer ist das auch vielleicht ein Gegenstand, den man dann mitnehmen sollte. Ja, ansonsten hier noch ein Päckchen Tempo. Poncho oder so hast du gar nicht dabei, ne? Nee, habe ich tatsächlich nichts dabei. Habe ich auch nicht dabei diesmal. Habe mich aber auch gegen Regenjacke entschieden, weil ich das Wetter gecheckt habe. Ne? So war es bei mir auch. Aber ansonsten würde ich auch so eine ganz leichte Regenjacke mitnehmen. Wenn ein Poncho... Hast du ein Poncho?
Ich hab nur so einen ganz billigen, ja. Den habe ich einmal benutzt, war unten drunter genauso nass wie auch. Okay, ohne und seitdem nicht mehr. Ja. Seitdem nicht mehr. Nee, hätte mich nicht mehr interessiert, ob du einen Ultraleicht-Poncho empfehlen würdest. Aber ja. was ich am Poncho cool finde, ist, dass man es halt auch Dual-Use nehmen kann. Als Unterlegplane, als Tarp oder sowas, ja. Siggy Pop schwört auf dem Poncho, der hat eigentlich immer einen dabei. Aber ich komme damit nicht so wirklich zurecht. Nee, passt ja. Ja, ich habe dann wenn ich weiß, es ist schlechteres Wetter gemeldet, nochmal einen Regenrock. Rock, ja. Dazu, den kann ich halt auch als Unterlegplan dann nutzen. Habe ich auch einen. So, dann Vordertasche. Da ist jetzt drin, ja, stellvertretend, also wir werden heute noch schön kochen. Wenn ihr sehen wollt, was wir kochen, dann müsst ihr das Tourenvideo dazu schauen. Genau. Das wird, glaube ich, richtig lecker. Nochmal so ein Danima-Beutel. Ist der? Auch von Kibo Hiker. Kibo Hiker, ja. Das ist eine kleine Manufaktur aus Ungarn. Ultra leicht, ultra robust. Was kostet so ein Beutel? 25. Krass. Ja. Nicht ohne, aber auch nicht ohne, aber robust und aber vom Volumen her genauso viel wie die so eine Tech Pouch oder sowas. Und die kosten ähnlich viel. Also, ne? Absolut. Ja, zum Organisieren ist das mega. Weil ich nehme viel Ziplocs her, aber die gehen halt oft kaputt. Ja, Ziplocs, ja. Ja. Klar, Ziplocs ist die günstige Variante. Ja. Aber ja, habe ich auch schon Erfahrung das damit. So Meshbeutel, aber das ist halt nicht so robust wie jetzt dein Nimmer. Genau. Also, cool. Ja. So, dann habe ich drin die Windjacke, die Tramontane von Helikontex. Kennst du aus meinen Videos, die habe ich wirklich oft an. Die habe ich mir jetzt gestern auch noch mal so ein bisschen imprägniert, dass sie noch mal so ein bisschen Wasser abhält. Also als eine leichte Jacke. Gerade für abends ist die echt geil. Ah, die hast du in einem Video dabei gehabt, wo ihr so mit Lochkoppel übernachtet habt, oder? Oder nicht? Kann sein, ja. Weiß ich gar nicht. Ja. Irgendwie, assoziiere ich das gerade mit. Cool. Ja. Und es ist halt ultra leicht. Geiles Packmaß auch, ja. Nochmal ein Päckchen Tempo, mir läuft die Nase umfahren. Dann für heute Abend habe ich noch ein paar. Nice, darüber habe ich nachgedacht. Titanstäbchen dabei. Ich habe zwei Paar dabei, das ist für dich heute Abend. Cool, nice, danke. Gut. So, dann gehen wir jetzt an den. Wir sind außen noch gar nicht fertig, sondern ich habe hier draußen nochmal den Soleo Satellitenkommunikator Messenger mit dabei, den ich schon seit einiger Zeit nutze und sehr zufrieden damit. Dann die Seitentaschen hier, auch zwei kleine Packs, einmal hier ein ganz leichter Zipbeutel, das ist mein Hygienekit, bisschen Toilettenpapier, bisschen feuchtes Toilettenpapier sogar, eine Zahnbürste und Dr. Bronners und hier so eine Aufsatz für eine PET-Flasche. Okay, cool. Damit kann ich mich zum Beispiel im Sommer duschen. Ah, das ist ja clever, sag mal. Ja, einfach mit der heißen Nadel ein paar Löcher reingemacht. Das ist ja schlau, wieder was gelernt. Ja. Cool. Und ja, dann mein Ultralight auch Erste-Hilfe-Kit. Da ist so diese Tabletten dabei, diese Handtücher, die so aufgehen, im Wasser drauf macht. So ein kleines Tool, da blende ich euch auf jeden Fall noch ein paar Nahaufnahmen ein. Das ist 3D gedruckt von Gearswift mit einer Nähnadel und einem kleinen Skalpellmesser. Und ansonsten ja das Übliche drin, eine Rettungsdecke, ein paar Pflaster, ein Tuch zur Desinfektion, ein bisschen Kleinkram. Alles, was man so für die schnelle erste Hilfe braucht. Mhm. Ja. Das Ganze auch, wie gesagt, auch so eine Dynamo-Pack. Ja. Und der ist auch wasserdicht. Echt jetzt? Ja. Ah, cool. Wasser abweisen oder richtig? Nee, das ist wirklich wasserdicht. Der hat oben so einen Verschluss. Das klappt. Ja, das ist cool. Genau. Hast 3D gedruckt, der witzig. Cool. Kann man sich das auch selber 3D drucken oder ist das wirklich von der Firma? Das ist von der Firma. Ja. Ich vermute nicht, dass die Druckdatei das ist online ist. Ja. Ja. Ja, cool. So, und auf der anderen Seite. Okay, ich habe jetzt hier zwei Kopflampen drin. Also normalerweise würde ich nur die Ultralight hier mitnehmen, die von Nightcore, die nur 25 UL. Ist wirklich auf jeden unnötigen Schnickschnack verzichtet worden, deswegen nur ein leichtes, ganz dünnes Kopfband aus Gummikord. Kann die auch rot? Kann auch rot, ja. Cool. Mit dem dann, oder? Ja, muss man. Ah, ja. Das ist, ja. Und das ist eigentlich nur der große Bruder. Cool. Das ist die HC65 UHE. Die hat halt schon richtig viel Lumen, ich glaube bis zu 1500 oder sowas. Gehört eigentlich nicht hier rein, die habe ich jetzt auch hauptsächlich zum Filmen dabei für heute Abend. Würde ich auch normalerweise darauf verzichten, deswegen lege ich sie mal so zur Seite. Ja, dann sind wir außen schon durch. Gucken wir mal, was sich im inneren Fach alles verbirgt. Die ist einfach gerollt und hat keinen Deckel oder so. Genau, das ist einfach nur ein Rolltop. So, ein kleiner, auch wieder ein Dynamo-Packsack. Hier ist mein ganzer Elektronikkram drin, das heißt nochmal eine Taschenlampe, für die ich heute Abend auch noch ein paar Aufnahmen mache. Dann Ladekabel USB-C und Lightning für mein iPhone. Nochmal das Akku-Pack für die Action-Kamera. Und noch ein paar SD-Karten. Sehr cool. Ja.
Ja, wiegt schon echt. Das ist echt ein substanzieller Batzen, ne? Das Film, ja, ja. Das ist bei mir auch so. Das sind tatsächlich jetzt 500 Gramm. Gut, das sind jetzt auch noch zwei oder drei Taschen haben dabei, ja. Die nochmal wegfallen würden. Aber es ist natürlich, das Film macht schon einiges. Klar. Ja, eben schon erwähnt, im Video von Martin, der hatte ähnliche Handschuhe dabei. Mhm. Das hier sind auch ganz günstige, ja, Lederhandschuhe. Vom Baumarkt? Nee, auch von eBay irgendwo. Aha. Und ich glaube, das ist, dürfte auch sowas, ein ähnliches Leder wie bei dir sein. Ja. Ja. Ja, sieht so ähnlich aus, ja. Einfach auch nur für, ja, gerade wenn man heute Abend mit einem Hobo. Ja, ich finde es halt super praktisch, wenn man das Feuer arbeiten. Fassen muss oder so, genau. Oder arbeiten. Ne? Auch einfach, das sind die häufigsten Verletzungen draußen bei mir auch, wenn irgendwie in die Finger so schneiden oder irgendwas. Ja. Genau. So, dann machen wir weiter mit meinem Getränkebeutel sozusagen. Mm. Das ist der, die Tasche habe ich euch auch schon, habt ihr auch schon oft gesehen, wer auf meinem Kanal unterwegs ist. Der Isolierungsbeutel von Big Sky International, der ist gefüllt mit Primaloft. Cool. Ist dazu gedacht, dass du eigentlich deine dreckige Mahlzeit mit heißem Wasser auffüllst und dann da reinmachst. Dann kann die dort 10 Minuten durchziehen und danach ist es eben noch schön heiß. Wie gesagt, für mich ist es einfach ein Multi-Use-Gegenstand, denn ich bringe mein Bier so auch in Sommernächten, so bringe ich mein Bier auch an Sommertagen kalt in den Wald. Mhm. Ja, und da habe ich jetzt hier zwei Bier drin oder drei Bier und noch einen kleinen Schnapsalz heute Abend. Ja, siehst du, ich trinke nur ein Bier. Ja, siehst du, jetzt bin ich wieder der Säufer hier. So, dann geht's weiter mit meinem Ultralight Kochkit. Cool. Ja. Mhm. Ist da drauf gedruckt? Das habe ich tatsächlich von einem Abonnenten geschenkt bekommen. Echt jetzt? Die Hülle, die hat er speziell für mich angefertigt. Cool. Was habe ich da drin? Da ist drin der 900 Milliliter Topf von Fox oder? Nee. Nee, ich weiß schon gar nicht mal die Marke. So die ist irgendwie Boundless Voyage. Mhm. Ja. Schöner großer Topf, mit dem man sich halt auch mal eine ordentliche Portion Wasser warm machen kann. Mhm. Da drin ein kleiner Lederlappen, ein bisschen Spiritus, eine große Flasche und eine kleine Flasche. Die reicht mir jetzt hier für eine Übernachtung dicke aus. Dann der X-Boil, der Brenner. Der ist gut, ja. Ja. Einmal Kaffee aus der Tube. Ja, was ist denn das? Ja. Das ist ja witzig. Und dann der Kocher vom X-Boil. Was ist das denn? Ja, Kaffee aus der Tube. Krass. Ja, da bin ich mal gespannt drauf. Kriegst du morgen, ja. Cool, habe ich noch nie gesehen. Ja, und so habe ich hier quasi mein normales Kochkit zusammen. Ich habe schon meinen Kaffee da drin. Isst du nachher auch da draus? Nee, okay. Zum Essen habe ich noch was anderes dabei. Ja, okay. Das habe ich jetzt hier schon außen raus gelassen. Ja, passt. Weil, wie gesagt, würde ich sonst mitnehmen. Genau. So, und ansonsten ist hier noch unten drunter eigentlich auch noch so ein Becher, so ein Pat-Cosi, genau, wo man quasi das mit heißem Wasser noch reinmachen kann. Das heißt, wenn ich daraus esse, bleibt es auch dann schön lange warm. Und man verbrüht sich nicht die Finger. Genau. Unterlegplane. Ja, du hast die BW-Faltmatte dabei. Dann hast Spoiler auf sein Video. Ich habe die Folie von X-Foil dabei. Mhm. Ist auch ultraleichtes Material. Wiegt, glaube ich, 74 Gramm, 2,20 Meter mal 1,40 Meter, sowas in der Größe. Also völlig ausreichend als Bodenplane, wenn man drauf pennt. Mhm. Eigentlich schon so groß für unter meine Hängematte drunter, aber sehr robust. Und was ist das für ein Material? Folie. Folie, okay, Folie. Ja, Materialnamen kenne ich gerade nicht aus. Okay, ist aber nicht irgendwie Tyvek oder sowas? Nee, Tyvek ist ja dieses weiße Material. Das ist da, ne? Das ist Tyvek, genau. Ja. Ne, hier, das ist Tyvek. Ah, okay, ja. Das Tyvek ist ein Material, was aus der US-Baubranche kommt. Ja, genau. Womit die quasi ihre Holzhäuser entwickeln. Genau. Und das ist ja dieses Cuban Fiber, oder wie das heißt. Das ist Cuban Fiber, ja, okay. Genau. Der Nima Cuban Fabric. Ja. Nämlich aus, hey. Ja, dann habe ich noch dabei einen Bodenrucksack, Packsack quasi. Mhm. Eigentlich hätte ich eins von denen auch zu Hause lassen können und nur das mitnehmen können. Ist quasi eine Bodenplane, die noch einen Reißverschluss mit dabei hat. So kann ich meinen Rucksack heute Abend hier reinmachen. Cool. Mach zu und alles ist wassergeschützt unter der Hängematte. Unter der Hängematte, ja. Oder halt, wenn ich unter dem Tarp schlafe, dass alles mit, dass nichts nass wird. Das ist ja mal eine feine Sache. Was kostet so ein Spaß? Das kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber es wird so also um die 40-50. 40-50, okay. Das ist ja echt mal eine feine Sache. Weil gerade so, das ist genau mein Problem. Wenn ich mit der Hängematte rausgehe, was mache ich mit meinem Rucksack, Stiefeln und so. Ja. Packst du Stiefel auch mit rein oder Schuhe? Ja, die würde ich heute Abend auch da reinpacken, ja. Genau. Soll regnen.
Spoiler. Ja. Ja, auch eigentlich nur zum Filmen mit dabei, so eine Stablampe, habe ich auch schon seit vielen Jahren. Macht so ein schönes orangenes Licht, das ist abends ganz immer angenehm, wenn man filmt. Hat so ein bisschen Camp-Atmosphäre. Ja, eigentlich auch nur zum Filmen mit dabei. Mhm. Das heißt, ist schwer, oder? Ja, es geht, aber braucht man also nicht unbedingt. Aber würdest du sonst mitnehmen, ne? Nee, also normal, also wenn ich nicht filmen würde, würde ich sie daheim lassen. Ja, okay. Ja. Also ich lege sie auch mal zur Seite. Ja. So, dann auch hier eine leichte Mütze, Beanie für den Abend, wenn es kalt wird. Auch ich habe ein Kopfkissen mit dabei, ultraleichtes für die Hängematte von Cocoon zum Aufblasen. Ja, noch ein paar 3D-gedruckte Teile, mit denen ich gerade rumexperimentiere. Dazu gibt es mal ein separates Video. Ja, dann meine Possibility Pouch, den Begriff habe ich beim Atze irgendwie mal gehört. Da habe ich eigentlich lauter Kleinkram drin. Da ist Messer, Gabel drin, da ist mein Blasröhrchen drin, um das Lagerfeuer anzufachen. Da ist auch immer noch mal ein Eistierpulver drin, ein Zunder drin, ein Feuerzeug drin. Alles, was so an Kleinkram sonst rumfliegt, das packe ich hier rein. Ja. Auch eine Dynamo. Schön leicht. Ja. Hätte ich jetzt schwerer eingeschätzt. Ja. Cool. So, dann geht's weiter hier. Oh, ich habe hier noch einen weiteren Becher dabei. Das ist von Kupilka. Den habe ich eigentlich auch nur zum Kochen mit dabei gehabt, dass wir halt abends was trinken können. Auf den würde ich wahrscheinlich auch eher verzichten. Ja, du hast ja hier einen, ne? Eigentlich. Ja, genau. Ja. Noch einen Kaffeefilter zum Aufgießen. Ach, krass. Du hast Sachen, ey. Ja. Also kippst hier oben rein und dann läuft es hier raus. Genau, das ist ein ganz normaler Filter, ja. Aber ist mit Kaffee schon drin? Ja, da ist der Kaffee schon drin, genau. Ist quasi eine große Tasse dann. Cool. Ja. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Kaffee aus der Tube. So, und dann ein kleines Holzbrettchen. Das habe ich auch mal vom Leo vom X-Boy geschenkt bekommen. Eigentlich perfekt für eine Brotzeit drauf zu machen. Ne? Gerade ein paar kleine Sachen zu schnibbeln, um auch mal was drauf abzustellen. Ja. Ja, ich habe noch einen Sitzmöbel dabei. Sauber. Den Helinox Chair Zero. Ich habe auch einen dabei. Ja. Bettenbaumstamm. Dazu noch die Plane oder das Teil, damit es nicht den Boden ansinkt. Okay. Gerade für weichen Waldboden sinken diese dünnen Beinchen genau, ganz schnell ein. Ja. Eigentlich ist das Teil hier viel zu schwer. Für das, was es kann. Ich muss mir noch mal was anderes vielleicht nähen lassen mit ein paar Spanngurten, die überkreuzen oder sowas. Ich habe Tennisbälle, aber die sind zum einen Tennisbälle sind riesig groß und schwer. Ja. Deswegen, ja. Und sehen auch neonmäßig aus. Aber nehme ich tatsächlich gern mit, wenn es der Platz zulässt. Ja. Und einfach abends noch mal gemütlicher zu sitzen. Dann habe ich hier mein Tarp, Dynima Tarp in einer Dynima Tarp Roll drin. Beides habe ich mir custom anfertigen lassen. Für über die Hängematte. Ja. Das heißt ein wirklich großes Hängematten-Tarp mit 360x270. Wow, krass. Ne, also wirklich groß. Und dann eben diese Packrolle. Wo ich dann alles sitze und das Tab dann nass ist, alles wasserdicht quasi drin verpacken kann. Da drin ist dann auch nochmal meine Schnur, um das Tab aufzuspannen und vier Heringe, um das Tab zur Seite abzuspannen. Ah, schick. Ist echt krass. Ja, das hat halt glaub, das ist, ja. 300, noch keine 300 Gramm oder so. Ne? Crazy. Genau. Ja, Hobo habe ich dabei. Für eine ultraleichte Wandertour werde ich den vielleicht nicht mitnehmen, wobei den vielleicht doch. Das ist der X-Fire UL. Das ist halt auch ultraleicht zu packen und zieht richtig ordentlich. Also der macht halt ordentlich Feuer, zieht er wirklich ordentlich durch. Mega geiles Teil. Also alles, was von X-Boil, X-Fire ist, kann ich wirklich. Also ich habe auch ganz viel von denen. Ja. Finde ich richtig cool. So, und dann ist nur noch ein großer Packsack hier drin. Ihr kennt den schon, auch der Nima Packsack. Es geht natürlich auch mit einem Müllbeutel, den nutzen viele. Müllbeutel geht halt irgendwann kaputt. Der ist aus der Nima, habe ich mir auch custom herfertigen lassen. Sigi sagt immer, der 80 Euro Müllbeutel, damit hat er nicht unrecht. Das Teil ist sehr teuer, aber ich nutze es eben ständig. Ich kann eben so auf eine Regenhülle hier beim Rucksack verzichten. Eine Regenhülle schützt dich quasi nur nach vorne und wenn du wirklich lang durch Regen läufst, läuft das Wasser irgendwann auch hier über den Rücken rein. Ja, genau. Deswegen ist alles, was wirklich wasserdicht verpackt sein soll, da drin. Das heißt, Schlafsack, Under
Kilt Isomatte oder Quatsch, Hängematte ist hier drin. Und alles, was nass werden kann, ist quasi nebendran. Mhm. Also da hätte auch noch viel mehr Zeug jetzt reingepackt. Ja, ja. Aber meistens habe ich, wie gesagt, nur das drin, was wirklich hundertprozentig trocken sein soll. Ja, und mein Schlafsetup besteht dann aus einem Ticket to the Moon. Das ist das, der Topquilt, das Moon Blanket, oben drüber. Cool. Ja. Dann, oh ja, hier meine zwei Schlafsocken quasi. Nice. So Fließsocken, die auch mal aus dem Decathlon, ich glaube 5 Euro oder so. Okay. Habe ich einfach abends super gern an, einfach nochmal um die Füße, dass sie nochmal ein bisschen wärmer sind. Also wirklich über die Socken nochmal drüber? Einfach über die Socken drüber, ja. Interessant. Ja. So ein kleiner Fließ. Coole Idee eigentlich. Ja. Mal drüber nachdenken. Und ja, dann das Hängematten-Aufhängersystem. Auch von Ticket to the Moon, da bleibe ich gerade im System drin. Und dann hier das letzte Teil. Das ist quasi ja, ein komplett großer Packsack. Da ist die Hängematte drin, plus der Underquilt. Mhm. Ja, das ist der Moonquilt Pro 650. Und die Hängematte, den Namen fällt mir jetzt gerade nicht ein. Mhm. Alles komplett schon verpackt, sodass ich es quasi hier an einem direkt rausziehen kann. Und es hängt dann direkt so, wie es hängen soll. Genau. Und ja. Damit, wozu ist der Reißverschluss hier noch? Kannst damit könnte ich es nochmal komprimieren. Okay. Ja. Cool. Habe ich jetzt aber absichtlich nicht gemacht, weil du hast ja genug Platz. Damit ich quasi das ganze Teil unten so besser reinschaffen kann. Wenn man es ganz eng macht, dann ist es halt. Ah, so wie da, ja. Dann ist es so wie hier, genau. Mhm. Dann ist es halt ist es zwar sehr kompakt, aber lässt sich dann nicht so gern in die Ecken stopfen. Ja, ja. Und so, ich habe es lieber. Auch wenn ich Schlafsäcke hole, ich meistens unkomprimiert hier rein, weil sie dann wasserdicht drin verpackt sind. Und gehen halt, wir füllen den Rucksack unten schön besser komplett auf, sodass ich keine Luftlöcher drin habe. Ja. So, das ist nochmal das Packteil. Mhm. Und ansonsten sind wir jetzt hier durch. Eine Sache fehlt noch, da knie ich drauf. Das ist eine kleine Sitzmatte. Mhm. Hier von No Name Sitzmatte, die ich mir gerade bei Amazon geholt habe. Ja, einfach um warm zu sitzen, trocken zu sitzen. Ja, das ist mein Loadout. Cool. Gewicht blenden wir euch jetzt hier ein. Das haben wir jetzt nicht gewogen, sondern das wiegen wir nachher, weil wir jetzt quasi jede Menge anderes Zeug noch mit dabei hatten, was quasi nicht zu dem Setup an sich dazugehört. Wiegen wir quasi, wenn wir dann morgen wieder zu den Autos zurückkommen. Großen Shelter. Also was mir auffällt, ist, gefühlt hast du viel mehr Dinge, also die Anzahl der Dinge ist größer als bei mir. Finde ich irgendwie cool. Obwohl du alles in diesem kleinen Rucksack drin hast. Ja. Das ist schon eine coole Sache. Also, und es fühlt sich jetzt auch nicht irgendwie, weil, also mein Argument ist immer, Militärausrüstung ist robust für die Ewigkeit, klar. Aber das fühlt sich jetzt auch wirklich ordentlich an. Also klar, natürlich mit den Down-Schlafsäcken muss man natürlich aufpassen. Klar. Die darfst du nicht hier durch an Tannen, irgendwie an Astdingern vorbeiziehen, da hat man doch schnell mal ein Loch drin. Ja. Dazu habe ich aber halt noch ein entsprechendes Flickset mit dabei. Achso, den Topquilt kann ich auch nochmal als Poncho nutzen. Cool. Ja. Das finde ich auch immer wichtig. Ja. Weil es ist quasi wie Swagman Roll, ne? Also genau, so ein Wart Swagman Roll, ja. Genau. Cool. Ja. Das müssen wir irgendwo schlucken. Leicht, aber dafür preislich wahrscheinlich eine ganze Ecke teurer als dein Zeug. Wobei du hast ja auch ein paar bisschen Spezialequipment dabei, der Wärme. Ja, der Thermal Cloak. Der Thermal Cloak, ja. Der ist nicht ganz günstig. Ist auch nicht so günstig, das Zeug. Also alles, was wirklich Militärware ist, gebrauchte. Das kriegt man hinterhergeschmissen, also die Taschen und so. Ja. Aber das Trägersystem, das ist auch nicht ganz günstig. Guter Alice-Pack, den habe ich früher für 10 Euro auf dem Flohmarkt bekommen. Mhm. Der ist jetzt aber auch deutlich teurer geworden. Weiß nicht, was der Rucksack so preislich ausmacht. Der Rucksack ist tatsächlich sehr günstig. Mhm. Das ist ein Einsteiger-Rucksack im Ultraleichtbereich. Der liegt bei, letztens war er im Angebot für 75, aber ansonsten so zwischen 90 und 100 Euro. Mhm. Das ist ja echt auch in Ordnung. Das ist völlig okay. Ich habe den jetzt seit über einem Jahr Einsatz auch schon überladen. Das passt wirklich ganz gut. Ja. Er muss halt zur Rückenlänge passen, weil du hast da keine Einstellmöglichkeiten. Ja. Knarzt ja nicht so schön wie meiner. Ja. Ja, das cool. War mein Ultralight Loadout. Nicht ganz Ultralight, aber schon geht in die Richtung. Ja, wie gesagt, wenn ihr das Loadout vom Bushcraft Buddy sehen wollt, dann schaut auf seinem Kanal vorbei. Yo. Ist hier oben verlinkt. Ja, und wenn es euch gefallen hat, wie immer Daumen nach oben, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier. Dann mit der Tour. So schaut's aus. In dem Sinne. Macht's gut, bis bald. Horrido. Ciao. Macht's gut. Und jetzt bauen wir ein Shelter. Ja. Geil. Oh, mein Bein ist eingeschlafen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Scheiße. Ja. Jetzt alles wieder einpacken. Ja. Oder? Ja.